Ich sehe wahrscheinlich richtig kacke aus, so fühle ich mich auch, aber hilft nix, ich muss zum Schaffen. Hab einiges gestern nicht mehr geschafft, was ich machen wollte. Drum habe ich auch die Grillstation zum Aufbauen abgegeben. Ich denke, das machen sie heute. Und wir sehen uns dann heute Abend, wenn ich vom Schaffen heimkomme. Und ja, schauen wir mal, was die anderen heute wieder alles so fertig bringen. Bis später. Guten Morgen, heute ist der letzte Urlaubstag. Es ist kurz vor 8 und der 30.8. Heute bauen wir den Grill auf, bevor wir morgen fahren. Ich bin jetzt schon traurig. So wäre diese Aufnahme gestern gewesen, wenn Richard in den Topf gewürmt hätte. So, und jetzt geht der Grill in die Kota. Ich stehe jetzt hier in der Grill Kota. Richard baut gerade den Grill auf. Wir müssen die Seitenteile mit solchen Klammern hier verschrauben. Ja, Klammern sind es ja. Eingehakt werden und dann verschraubt werden. So. Schauen wir mal. So. Also die Passgenauigkeit ist ziemlich gut jedenfalls. Das wurde schon festgestellt. Dieses Teil liegt jetzt noch auf dem Kopf. Wie man hier auch sieht, das wird dann nachher umgedreht. So also montiert es sich halt einfach. Oder überhaupt, weil man könnte es gar nicht aufrecht montieren. Ja. Genau. Perfekt. So. Schrauben nochmal anziehen. Und dann sind wir wieder fertig mit dem Oberteil. Umdrehen. Hier muss auch das. Ich hole das mal, das gusseiserne Blech. Ja, für den Grill ist eine extra Aufbauanleitung dabei. Ist also sehr ausführlich, also kann man sich nicht beschweren über die Qualität der Anleitung. Ja, der nächste Schritt ist jetzt dann, dass wir es umdrehen. Oder dass es der Richard umdreht. Ja, hier müssen immer wieder Umkonfigurationen vorgenommen werden. Jetzt kommt dann der Traktor vom TÜV. Müssen wir hier ein bisschen Platz schaffen und seit gestern steht hier noch ein Anhänger. Ja. Aber das Wetter heute ist auf jeden Fall super. Da haben wir wirklich viel Glück. Ja, das scheint ein Luftschieber zu sein, oder? Interessant. Kugel drauf. Da kommen noch Arschekasten unten rein, gell? Oder ist der über dem Schieber? Na, drunter. Der ist drunter. Aha. Dann gehe ich auf die Seite. Drehspießanschlüsse, da kommt der Drehspieß rein. Ja, also ja so diese Ständer für den Drehspieß. Das kommt hier noch drüber. Ja, wow. Das ist ziemlich gut gebaut. Schau mal, wie es sauber verschweißt ist. Jetzt drehe ich den mal um. Dass das Ding auch gleich so reinkommt. Also so wird das nachher stehen. Ja. Also die Öffnung. Hier auf dem ersten Platz im Uhrzeigersinn. Da sitzt dann unser Griller. Grillmeister. Der Grillmeister. Naja, Leute, die die Kota betreten, müssen sich ja rechts hinsetzen und dann warten, bis sie aufgefordert werden, woanders Platz zu nehmen. Ja. Naja, die Kota-Regeln, die sind interessant, die wir da im Internet gefunden haben. Also hier steht es jetzt richtig rum. Ja.
Tally. Mhm. Ja, sieht toll aus. Jetzt ohne Pappdeckel drunter. Ja, toll verarbeitet, haben wir schon festgestellt. Super saubere Schweißnähte, sauber lackiert. Also auch eine gute Qualität von dieser Farbschicht, das muss man schon sagen. Also da haben wir schon andere Sachen gehabt mit scharfen Kanten und so. Aber hier gibt es, also zumindest aus jetziger Sicht, nichts auszusetzen. Das ist super gemacht. Auch keine so dünne Materialstärke. Nichts scharfkantig. Also, so. Wow. Da kommt jetzt die Ascheschale. Edelstahl. Aus Edelstahl, ja. So, wir haben hier noch Bleche gefunden, die waren in einer Schublade versteckt, also quasi versteckt. Die kommen hier außen rum hin. Die werden hier hingesetzt. Ja. So in der Art. Ich glaube, das gehört hier rein. Also schwerer Eisen. Das ist richtig schwer. Das ist schon massiv. Großeisen. Hast du da mal die Wasserwaage drauf gehalten, ob das alles gerade ist? Nee. So rum. Muss ich mal schauen mit dem Licht. Jetzt. So, wir vermuten mal, dass jetzt der Bulldog vom TÜV zurückkommt. Wir haben dann schon vor einer Minute gehört. Da kommt er. Da verschwindet er wieder neben der Grillkota. Ohne Mängel durchgekommen, das ist natürlich super. Wie alt ist der? Über 50 Jahre, gell? Ja, 53. 53 Jahre. Das sind noch Geräte, die sind unzerstörbar. Bis auf ab und zu mal eine Kupplung oder Bremsbelag. Ja, Richard holt jetzt das Gestänge. So. Mhm. Ja, so wird es befestigt, das Zubehör. Das sieht gut aus. Mhm. So, jetzt können eigentlich schon die Tische eingehakt werden. Der Richard hängt da mal ringsum die Tische ein. Feuern. Genau. Also hoch hier vorne. Kommt mal überall schön hin. Ja. Jetzt hat mich hier seine Freude dran haben. Mhm. Ja, wir finden immer wieder Zubehör. Hier noch eine gusseiserne Pfanne. Ja, ziemlich. Oh, ja, toll. Ganz fein. Der Guss. Ja, hier ist noch ein Spießhalter dabei. Da ist der Richard gerade noch montiert. Jetzt sucht er die zugehörigen Spieße und einen Wasserkessel. Wo
Schau mal. Hast du gefunden? Ich habe was gefunden. Oh. Ich habe auch. Ui, wo ist das? Ich habe dem Junkie sein Handy gefunden. Ah, okay. Ich werde gleich mal versuchen, ihn anzurufen. Mhm, aus Holz. Schön. Und ist da auch dabei, oder was? Ist da auch dabei. So als Gag. Okay. Guck mal, sein Handy kann man da oben hinlegen. Wir scheinen Humor zu haben. Ja, ein Messerchen. Mhm. Auch mit dabei. Und ein Wasserkessel. Mhm. Oh, schön. Ein Kesselchen. Mhm. Der Junkie da keine Lust hat auf. Kann man auch Tee damit machen. Da kann man auch Tee mitmachen. Mhm. Ja, wenn er dann keinen Perkulator-Kaffee mehr möchte. Dann gibt es ostfriesischen Tee. Da gibt's Tee. Sechs Plätze für Spieße. Jetzt kann er alles auf einmal machen. Kaffee, Grillen, Spießen. Braucht er seinen Mangalgrill gar nicht mehr. Das ist also die eierlegende Wollmilchsau. Alles, wie man so sagt. Toll. Wow. Hier haben wir noch einen verkrummten, oder ist das Edelstahl? Ein verkrummter Gitterrost. Einen grob verkrummten Gitterrost gefunden, den man da leicht einhängen kann. Diese Halterung, das ist schon sehr durchdacht. Hier auf der anderen Seite kann man also die Höhe einstellen. Ja, kaum ist man hier wieder ein Stückchen weitergekommen. Kommt von da hinten, Moment, die Aufforderung, zum Essen zu kommen. Ich füll mal Bratkartoffeln mit Ei und Speck. Und Zwiebeln. Und Zwiebeln. Also es müsste wirklich Geruchvideo geben. Ah, das riecht so toll. Wahnsinn. So, jetzt wird hier noch geputzt oben. Dann fehlt nur noch unten die Verschraubung. Ja. Also ausgerichtet ist es auf quasi 1 Millimeter genau. Millimeter. Ja. Man von links und rechts misst, von vorn und hinten. Ja, das Gitter muss noch zugeschnitten werden hier. Ja. Die Kissenlampe. Ach so, schön. Die Kissenlampe. Die nehme ich jetzt mit raus. Und dann, der kommt dann da hin. Passt nicht? Nee, das Lack drüber gelaufen, ist halt anschmiegeln. So muss das nur. Mhm. Wir machen eine Schlange. So. Mama, halt, das hat mir geschmuggelt bei dir. Dass der Lack weg ist, wo drüber gelaufen ist. Also, da fehlt jetzt noch die kleinste bayerische Maßeinheit ums Arschlecken. So, perfekt. Nachdem er wegen rumgeklopft hat und rumgeschraubt hat, ist der ganze Ring drauf. So, Leute. Ich habe mich heute ein klein bisschen früher von der Arbeit verdrückt.
Deswegen ist auch der Kaffee noch nicht fertig. Da habe ich einen Sascha überrascht. Aber der kocht schon. Und ja, so wie ich das gesehen habe, haben sie das alles wunderbar gemacht. Jetzt hoffe ich nur, dass das Videomaterial genauso wunderbar ist, wie es in der Grillkota aussieht. Ich werde jetzt dann noch die Verblendungen noch schnell hinspaxen und eventuell unten noch das Gitter vor die Lüftung, wenn ich das jetzt noch schaffe auf die Schnelle, weil wir wollen ja nachher was da drinnen auf den Grill draufschmeißen. Aber jetzt mache ich erstmal das andere und regeneriere mich noch ein paar Minuten und dann geht's weiter. Habe ich jetzt eigentlich schon gefilmt hier herin? Ich glaube, das habe ich jetzt komplett vergessen gehabt. Ja, Leute, was habe ich bis jetzt gemacht? Mir einmal die Grillanlage unter die Lupe genommen, dann die Verblendungsbretter ringsherum festgespackst. Ja, und hier bin ich jetzt am Regal. Das Hallo Patricia! Hallo! Patricia, was machst du mit unserer Windmühle? Auseinanderbauen. Wieso baust du die auseinander? Damit sie Licht kriegt. Aha, aber du machst es bestimmt nicht. Der Sascha macht es! Schaltet, ist das so ein automatischer Schalter oder? Nein. Das macht gar nichts. Bewegungsschalter hätte ich dabei, wenn niemand vorbei ist. Was der alles in sein Wohnmobil spazieren fährt, Leute, das ist schon witzig. Ja, jetzt kriegt halt die Windmühle unten rein noch eine Lichterkette. Ein Geilomat. So, Leute. Ja, die Patricia wieder. Die Türleisten habe ich jetzt auch noch dran, die Verblendungen. Die Regale sind dran. Und hier oben werde ich wahrscheinlich wirklich noch eine Holzverblendung hinmachen. Ja, und dann gucken wir weiter. Also die Idee war gar nicht so verkehrt. Holzverblendung hin und dann kann man den restlichen Elektroschrott auch noch hinten verstecken. Gerade eben wird das Gerüst aufgebaut. Jo. Und dann fehlt noch mein Balken für oben. Dem müsste der Holzmensch bloß einmal vorbeibringen. Und ja, dann könnte man den hochmachen. Und was schimpfst du rum, Benni? Ach, jammer nicht! Das kriegt er schon hin. Jetzt heult er, weil der Platz zu eng ist. Ach, der kriegt das schon hin. Simne ist es, Leute. Simne! Und ich habe immer noch keinen Kaffee gehabt. Irgendjemand werde ich jetzt beauftragen, hier drin ein bisschen aufzuräumen noch. Was jetzt noch auf alle Fälle gemacht werden muss, sind die Brettchen unten drunter, eben drüben die Abdeckung. Also es fällt dann unter die 1 Million Kleinigkeiten, was ich anderes mal mache. Aber für heute lasse ich es hierin jetzt vom Bauen einmal gut sein. Also für heute habe ich einfach keine Lust mehr. Ich will jetzt nachher bloß die Grillstation hier anfeuern, das Ding halbwegs mal einbrennen, den Grillrost abfeuern und dann was grillen in der Grillkota. Jawohl, aber der Sascha ist draußen auch soweit fertig. Ich habe noch eine kleine Halterung gemacht für die Batterie. Moment. Jo, da steht die Windmühle. Wo ist jetzt eigentlich die Türe? Da war die Türe. Und. Jetzt hat man. So. Tja, und nachts mit Beleuchtung. Jawohl. Na? Hat was. Gefällt mir. Haben wir ein kleines Batteriefach gemacht hier unten. Oder ein Einhängerle, wo man Batterien einhängen kann.
Ja, und so bleibt es hier stehen. Zumindest momentan, wie die Windmühle ganz am Ende steht. Das überlasse ich Schatzi, weil die hat da schon eine richtig geile Idee. Die möchte da noch selber was gestalten. Ja, ich habe ja gesagt, 1 Million Kleinigkeiten und die Grillkrota-Videos, die dauern schon noch eine Weile. Zwar jetzt nicht direkt mit dem Bau an der Grillkrota, aber das ringsrum, Mauer verputzen, oben das Dach, gut, das machen die Dachdecker, da weiß ich nicht, ob ich drauf halten darf. Aber oben mein Gebälk, was ich noch machen muss und. Es sind ja alles Auswirkungen, Nachwirkungen von der Krota und ja, also für mich persönlich gehört es irgendwie dazu. Haben mir damals auch einige gesagt, ich soll alles zeigen. Gut, und das machen wir. Hä? Oh oh, Schatz, gerade die Kissen sind zu wenig. Patricia war nämlich heute noch beim Shoppen und hat uns Sitzkissen schnell geholt. Aber was wir jetzt machen, wir lassen die Krota rauchen. Ja, Leute. Ja, das sind die Sitzkissen. Sind zwar jetzt ein paar zu wenig anscheinend, aber naja, egal. Also, für jeden, der hierher kommt, dieses Eck gehört mir. Punkt. Ja. Ich habe hier jetzt einmal eine Ladung Kohlen reingeschmissen. Handelsübliche Grillbriketts. So, erst einmal Tischle aushängen. Ach, da haben wir noch einen Luftschieber. Dann gucken wir mal, wie das funktioniert, wenn wir hier unten einfach mal die einen Stapel Anzünder reinwuchten. Ich weiß noch nicht einmal, wo die Flammen dann hochkommen. Entschuldigung, mach mal schnell aus, bitte. Schatz, du darfst es ruhig auch vor der Cam sagen. Also ich habe gelesen, mit wenig Kohle oder mit wenig Holz anfeuern und erst dann drauflegen, wenn das schon richtig groß hat. Gibt es da eine Begründung dafür? Weil das so in der Anleitung steht. Halte ich da jetzt was von dieser Anleitung oder nicht? Das ist die Frage. Ich würde erst mal sagen, ja. Learning by doing. Weil wenn wir beim ersten Feuer anzünden in die Luft gehen, dann ist das definitiv falsch war. Also, dann schiebe ich jetzt die ganzen Kohlen komplett ins Eck hinter. Und Feuer auf einer Seite an und ja, tu die anderen danach dann mit in die Flammen reinziehen oder in die Glut. So mache ich das jetzt ganz einfach, weil komplett rauspicken tue ich das Zeug nicht mehr. Tja, was jetzt hier noch geil gewesen wäre, so ein richtiger Schieber, ein Kohlenhaken, Schürhaken, Feuerhaken, aber ich glaube, da werde ich mir dann noch selber was zusammenbasteln. Schatz, bitte nochmal vorlesen. Beginnen Sie immer nur mit einer kleinen Menge Holz oder Kohle. Der Zug wird immer besser, je mehr sich die Haube erwärmt. Ja, das ist. Eigentlich ist es ja bloß eine kleine Menge. Nee, schau her, Schatz. Ich drehe jetzt für euch die Cam um. Ich schiebe jetzt die ganze Kohle alles komplett darüber. Stapel das da drüben und. Ne, wird die Cam wieder scharf und feuerst bloß auf der Seite an und schiebt dann einfach die Kohlen ein bisschen rüber. Und dann haben wir denselben Effekt wie bloß mit ein paar Kohlen. Okay? So. Und da hier ja in der Grillkrota andere Regeln herrschen als draußen am Grillplatz, habe ich mir hier jetzt meinen Karton hingelegt, wo ich die Grillhandschuhe drauflege. Da muss ich mal im Endeffekt dann auch noch was ausdenken. So, das mit dem Zug habe ich jetzt auch so halbwegs kapiert. Den muss ich nachher komplett aufziehen.
Sonst, ja, eigentlich, wenn ich die andere Seite jetzt angefeuert hätte, dann hätte ich nicht ganz weit aufziehen müssen, aber so muss ich ihn jetzt komplett aufziehen. Egal! Learning by doing. Learning by doing, genau mein Schatz. Und dann ziehen wir hier mal komplett auf. Und siehe da, da unten flammt, genau unter den Kohlen. Und dann gucken wir mal, ob wir die ankriegen so. Ansonsten hole ich noch ein bisschen Holzkohle. Und dann kann ich mein Tischchen hier wieder einhängen. Und dann können wir nach und nach die Kohlen anfeuern. Ja, wie mein Schatz eben sagt, learning by doing. Also, wir müssen uns jetzt auch erst einmal mit dieser neuen Feuerstellenbegebenheit zurechtfinden. Ja, habe ich das schön gesagt? Ja, habe ich. Es raucht, aber oben werden wir wahrscheinlich noch nichts sehen. Oder raucht es da oben schon raus, Leute? Nein. Nee, da raucht noch nichts, das sieht man noch nicht. Aber man sieht es? Schön, aber das Gerüst steht schon fertig. Habe muss tappen. Weißer Rauch oder schwarzer Rauch. Nee, schwarzer Rauch, dann ist er ja nicht. Nein, schon noch nicht gewählt. Also auf der Cam sieht man es noch nicht. Hier ist jemand zu Hause. Also, wenn die Windmühle an ist, ist was in der Grillkota angesagt. Tja Leute, mittlerweile könnte man hier wunderbar grillen in der Grillkota. Aber die hocken da vorne und ratschen und ratschen und ratschen und keiner reagiert. Aber das macht im Prinzip jetzt auch noch nichts so aus, weil man sollte ja noch ein bisschen einbrennen. So Leute, und jetzt zu dem furchtbar, furchtbar traurigen. Was wir heute auf dem Grill jetzt draufhauen. Moment, ich drehe mal die Cam um. Wir können uns nichts anderes mehr leisten, außer einfache Nürnberger Rostbratwürstel. Die Grillkota und alles andere hier hat uns unser letztes Geld gekostet. Für mehr reicht's nicht. Ja, oder Schatz? Wir sind komplett abgebrannt. Gut, die lege ich jetzt drauf und dann grillen wir uns die, dass wir wenigstens was gegessen haben. Eins, zwei... Rita, reichen uns die Würstchen heute? Das muss rein. Könnte eng werden. Ja, mehr gibt's nicht, mehr sitzt nicht drin. Und die lassen wir jetzt wahrscheinlich auch noch anbrennen. Dann kann man gar nichts mehr zum Essen. Nee, dann gibt's gar nichts mehr. Können wir die Kohlen lutschen. Tja, Freunde, dann würde ich mal sagen, sind unsere Würstchen hier fertig. Die holen wir jetzt runter und verspeisen. Dann machen wir noch die Verkostung. Sechs Würste für ein Halleluja. Das obligatorische Probiererle. Das erste gegrillt in der Grillkota. Schon lecker. So lecker. Mehr gibt's nicht. Tja. So Leute. Und für alle, die bis jetzt noch dabei geblieben sind, keine Panik. Wir fahren jetzt gleich erst einmal richtig auf hierher rin. Also das Video geht noch weiter. So Leute. Das kommt jetzt da drauf. Aber das war Teil A. Und was jetzt noch auf den Grill drauf kommt, das kommt in Teil B und ja, ich probiere jetzt aus, wie die Videoaufnahmen mit der 4K-Cam werden. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.